Frohe Weihnachten miteinander. Das Jahr 2021 neigt sich so langsam dem Ende zu und deswegen möchten wir euch einen kleinen Rückblick geben, was das Jahr 2021 so geschehen ist. Was waren die Trends und vielleicht auch, was für Ziele wir selbst erreichen konnten. Das schauen wir uns alles gemeinsam in diesem Video an, deswegen bleib unbedingt dran. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Das ist das letzte Mal, dass ich genau diesen Satz sage, denn es ist das letzte Video in diesem Jahr. Und deswegen möchte ich einmal Danke sagen. Danke für eure Unterstützung, für euren spannenden Austausch, den wir hatten. Denn man muss natürlich sagen, wir stehen hier und wir haben so viel geschafft, auch dank euch. Und deswegen erstmal ein großes Dankeschön, dass ihr dieses Jahr 2021 mit uns gestaltet, begleitet habt und uns auch so viel geschenkt habt. Und auch wenn dieses Video jetzt kurz vor Weihnachten gedreht wurde, so seht ihr es nun jetzt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich habe versucht, es auch ein bisschen weihnachtlich hier zu gestalten. Weswegen aber man sagen möchte, ich möchte das Video ein bisschen gemütlich, mit einem entspannten Ausklang. Ich möchte jetzt nicht tief in komplizierte finanzielle Thematiken eintauchen. Das kommt erst wieder im nächsten Jahr. Lasst uns deswegen lieber zusammen einmal schauen, okay, was ist dieses Jahr 2021 passiert? Was waren die Trends? Und vielleicht sind wir auch mit der Leistung hier bei Easy Finance für euch überhaupt zufrieden. Man muss ja sagen, dass wir leider immer noch in einer Krise drin stecken, die uns nun seit fast 2 Jahren begleitet. Zumindest damit hat wahrscheinlich Anfang des Jahres nicht jeder gerechnet und wahrscheinlich wird uns dieses leidige Thema in Anführungszeichen auch noch ein bisschen weiter verfolgen. Doch ich finde, gerade an Weihnachten sollen wir uns da jetzt nicht unterkriegen lassen und vielleicht auch die schöneren Seiten des Lebens uns anschauen. Wir haben ja Anfang des Jahres die Trends für das Jahr 2021 ausgerufen. Und ich möchte heute einmal mit euch gemeinsam überprüfen, wie gut unsere Glaskugel eigentlich gewesen ist. Deswegen fangen wir doch einfach direkt an mit dem ersten Trend für das Jahr 2021. Das war nämlich, dass wir gesagt haben, dass die Verliereraktien oder die Verliererunternehmen von 2020 ein Comeback erleiden. Hier jedoch sind wir ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass sich die Lage wieder normalisiert, was, wie wir alle wissen, nicht eingetreten ist. Was wir zumindest festhalten können, ist, dass 2021 nicht das Jahr gewesen ist, in dem die Tech-Aktien den breiten Markt überstrahlt haben. Ganz im Gegenteil. Einige beispielsweise Krisengewinner wie die Videokonferenzplattform Zoom haben sogar eher starke Kursrückgänge verzeichnen müssen, weil ihr irgendwann einfach die Fantasie weg war. Und schauen wir uns jetzt einmal die Performance beispielsweise von Aktien an, die 2020 durch die Krise gelitten sind, wie beispielsweise Booking oder TUI, sehen wir auch hier, dass keine Fantasie eigentlich oder Euphorie in diesen Werten einfach geherrscht hat. Ganz nebenbei, ich erwähne es lieber am Anfang des Videos, stellt natürlich keine Anlageberatung dar, aber ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Generell muss man jedoch festhalten, dass auch das Jahr 2021 unterm Strich ein gutes Jahr für Börsianer gewesen ist und man auch mit einer schönen Diversifizierung wirklich eine auskömmliche Rendite einfahren konnte. Nur eben gab es nicht wie 2020 so klare Trends, klare Branchen, die dominiert haben und andere Branchen, die total abgestraft worden sind. Es gab einige Sektoren, die liefen besser und andere, die schlechter liefen, sowie einige Aktien innerhalb dieser Sektoren, die andere Werte einfach deutlich geschlagen haben. Diesen Gleichschritt im übergeordneten Sinne, den sieht man auch gut, wenn man den jetzt von Tech-Werten getriebenen Nasdaq vergleicht mit dem S&P, der ja eher den breiten Markt abdeckt. Beide Indizes konnten eigentlich eine relativ ähnliche Performance in diesem Jahr abliefern. Lasst uns einmal festhalten, dass Aktionäre insgesamt sich als Gewinner ausrufen können, die Börse jedoch nicht von einem gezielten Trend geprägt worden ist. Was haben wir als nächstes für einen Trend eigentlich vorhergesehen? Das war, ich glaube, ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, das ist schon viel zu lange her, Platin. Wir haben Platin starkes Jahr zugesprochen und was soll ich sagen? Im Frühjahr sah das auch noch ziemlich gut aus und der Kurs ist stark angestiegen. Zum Sommer hin kam ein steiler Abfall und nach einem erneuten Rallye dann im Herbst stehen wir eigentlich aktuell fast genau da, wo wir auch Anfang des Jahres standen. Da hat sich unsere Glaskugel, ja, die hat wohl nicht ganz so funktioniert. Doch man muss dazu sagen, man kann natürlich daraus auch Learnings ziehen. Hätten wir jetzt Anfang des Jahres Platin gekauft, schon gehalten, hätten wir keine Rendite erhalten. Stimmt, gebe ich euch recht. Jedoch hätte man mit einem aktiveren Ansatz sehr viel Rendite einfahren können, da einfach viel Volatilität im Kurs gewesen ist und der Preis nicht ein Jahr lang seitwärts lief.
Also jetzt mit Stops gearbeitet hat, vielleicht sogar Short gegangen ist oder mit einer guten Trading-Strategie im Allgemeinen den Markt aktiv verfolgt hat, der dürfte in diesem Jahr Spaß mit Planting gehabt haben. Muss man jetzt unbedingt die Geldanlage aktiv angehen? Vielleicht fragst du dich das jetzt. Nicht unbedingt. Und wenn du Zeit und Erfahrung, wenn es daran mangelt, dann erst recht nicht. Wer sich jedoch für solche Strategien interessiert, der sollte eigentlich unbedingt ein Abo dalassen, denn wir werden im nächsten Jahr vermehrt euch solche Strategien zeigen, mit denen man jetzt nebenbei entholt wirklich Rendite einfahren kann. Was gab es noch für einen Trend? Wir haben den Trend Cannabis ausgerufen oder wir haben gesagt, dass Cannabis ein sehr gutes Jahr 2021 erfahren wird. Ähnlich wie bei Platin kam es hier phasenweise auch zu einem neuen Anstieg, auf den leider auch ein kräftiger Fall folgte. Wir haben den Trend, um vielleicht euch nochmal das in Erinnerung zu rufen, so begründet, dass wir angenommen haben, dass die Legalisierung in diesem Jahr, insbesondere in der EU, weiter voranschreiten wird. Und unsere neue Regierung hat ja zumindest einmal die Legalisierung mit in ihr Programm geschrieben. Und auch generell stehen eigentlich vermehrt weiterhin die Zeichen eher auf eine Lockerung. Es könnte also sein, dass wir hier lediglich vielleicht ein wenig verfrühten Trend ausgerufen haben. Und sollte jetzt die Legalisierung in den kommenden Jahren wirklich in mehreren Ländern dann kommen, dann könnte die Branche mittelfristig auch spannend sein. Allerdings muss ich an dieser Stelle, wenn wir über Cannabis reden, auch ehrlicherweise zugeben, dass wir diesem Thema jetzt ehrlich gesagt da wenig Research betreiben und deswegen ich jetzt auch nicht so eine super fundierte Antwort geben kann. Wir haben uns nämlich in diesem Jahr eher auf andere Möglichkeiten der Geldanlage fokussiert, die zufälligerweise auch unseren letzten Trend darstellen. Und da ist die Rede oder hier ist die Rede von Kryptowährungen. Wir haben Anfang des Jahres gesagt, dass dies im Hinblick auf Rendite wahrscheinlich die beste Anlageklasse darstellen würde. Und auch wenn jetzt das Sentiment aktuell eher getrübt rüberkommt, lagen wir hier richtig. Schauen wir uns dieses Thema vielleicht einmal ein wenig genauer an. Wenn man jetzt nach der Stimmung des Kryptomarktes geht, müsste man doch eigentlich denken, dass wir hier totale Verluste eingefahren haben. Doch ich sage euch, der Schein trügt. Es ist durchaus richtig, dass wir bei den meisten Coins weit weg sind von ihren All-Time-Highs. Auch hat man ja gerade beim Bitcoin sich ein Ziel von 100.000 gewünscht, das jetzt nicht ganz eingetreten ist. Ich weiß, das Jahr ist jetzt noch nicht vorbei, es sind aber nur noch wenige Tage und ich glaube jetzt nicht, dass großartig Spektakuläres noch passieren wird. Schauen wir uns jedoch einmal die Performance von Bitcoin und Co. an, seit Beginn des Jahres, dann dürfen wir eigentlich nicht meckern. Wir dürfen uns hier echt nicht jetzt die All-Time-Highs nur ansehen, sondern wir müssen einfach viel mehr sehen, von wo der Kurs kommt. Oder wo Bitcoin beispielsweise noch Anfang des Jahres stand. Es gibt zwar einzelne Aktien, die durchaus besser gelaufen sind als der Bitcoin. Jedoch hat der Bitcoin viele Aktien und Indizes hinter sich lassen können. Und wenn wir uns andere Kryptowährungen anschauen, wie Ethereum, so als Nummer 2, beispielsweise mehr als 100% Gewinn gemacht. Oder auch inzwischen namhafte Projekte wie Solana oder Cardano haben sich mehr als verzehnfacht in diesem Jahr. Man sieht also, dass die Adaption sehr weiter vorangeschritten ist. Und da sieht man auch, dass beispielsweise große Firmen wie Tesla in Bitcoin investieren. Dass El Salvador das erste Land ist, was Bitcoin als offiziellen Zahlungsmittel implementiert. Der Siegeszug von Bitcoin und Co. ist also nicht mehr aufzuhalten. Klar ist, dass man immer noch natürlich aufpassen muss, wie man in diese Anlageklasse investiert und vor allem auch wie viel, angepasst an euer Risiko. Es gibt immer noch eine sehr hohe Volatilität und Rücksetzer von 20-30% sind hier immer noch keine Seltenheit. Auch muss man aufpassen, in welche Projekte man natürlich sein Geld investiert. Nach neben den teils fantastischen Renditen durch einen rasanten Kursanstieg sind auch andere Methoden möglich, die einem wirklich gutes Geld bringen, wie Staking oder Liquidity Mining, die natürlich auch gute Chancen für uns Anleger darstellen. Oder Decentralized Finance, das wird immer mehr in unser Leben treten. NFTs war auch ein Thema, was wir dieses Jahr in einem Video angesprochen haben, wird immer mehr Nutzen für Künstler und Marken kreieren. Und welches Thema wir beispielsweise letzte Woche angesprochen haben, Metaverse. Was sich auch weiter verbreiten wird, diese Thematik und unserem Leben auch einen Twist, würde ich mal sagen, mitgibt. Wir sehen also, Kryptowährungen waren unterm Strich das beste Investment 2021. Ob sich dies wiederholen wird, das weiß niemand genau. Dass man jetzt aber mittelfristig als Investor nicht an dieser Anlageklasse vorbeikommt, das sollte eigentlich inzwischen jedem klar sein. Was sehen wir jetzt also, um das um jetzt mal eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wir sehen, dass unsere Glaskugel teilweise ganz gut funktioniert hat, wir jedoch logischerweise auch einmal daneben liegen, zumindest was die Prognosen über einen längeren Zeitraum angeht. Gerade in der heutigen Zeit können sich einfach Trends schnell drehen und wir als Smart Investoren müssen einfach genug Flexibilität mitbringen. Dies ist etwas, was wir auch kommendes Jahr sehen werden. Viele
Ereignisse rund um die Geldpolitik und dem generellen Geschehen lassen sich nicht mehr so leicht einfach langfristig vorhersagen. Neue Aspekte bis hin zu neuen schwarzen Schwänen können immer für ein neu gemischtes Blatt an der Börse sorgen. Als Investor richtig zu liegen, wird einfach schwieriger. Vielmehr sollte man es schaffen, möglichst selten falsch zu liegen und anpassungsfähig zu sein, flexibel. Wir wissen, dass es vielen Neulinge an der Börse einfach schwerfällt, auf solche Neuerungen richtig zu reagieren und zu agieren. Deswegen haben wir uns auch in diesem Jahr sehr viel, wirklich sehr viel Zeit genommen und mit der Easy Finance Academy sowie auch mit unserem Coaching-Programm zwei eigene Hilfestellungen für euch ins Leben gerufen, damit ihr für wirklich jegliche Situation vorbereitet seid und eurem langfristigen Weg als erfolgreicher Investor nichts mehr im Wege steht. Und das ist übrigens auch unser wichtigstes Ziel eigentlich in diesem Jahr gewesen, gerade was das Thema Easy Finance angeht. Für euch spezielle, sehr tiefgehende Inhalte auszuarbeiten, aktuell Newsletter, Monatsupdates, einmal im Monat Gruppenupdates, 1:1 Coaching, damit wir einfach gemeinsam euch den Weg zur Börse erleichtern können und ihr auch an der Börse bestehen könnt. Und jetzt abgesehen von Easy Finance, was unser unternehmerischer Erfolg angeht, war das ja turbulent, es war überraschend und es war ehrlich gesagt anders als erwartet. Man kann aber sagen, unterm Strich war es erfolgreich. Wir sind weiterhin als Unternehmer, als Investoren tätig, wir haben neue Unternehmen gegründet, wir haben neue Menschen kennengelernt und wir sind gewachsen. Und das kann ich vor allem mit meinen jetzt 23 Jahren auch sagen, dass ich sehr gereift bin in dieser Zeit, dass ich neue Erfahrungen sammeln konnte und ich mich freue auf die weiteren wertvollen Einblicke, Erfahrungen, Menschen, auch was mich jetzt im nächsten Jahr erwarten wird. Deswegen unterm Strich ein sehr spannendes, aufregendes, aber erfolgreiches Jahr. Und damit wollen wir uns jetzt auch für dieses Jahr von euch verabschieden. Habt wirklich eine besinnliche Zeit mit euren Liebsten, kommt gut ins neue Jahr und dann werden wir uns 2022 wieder in alter Frische sehen, gemeinsam die Reise beschreiten zu finanziellem Erfolg, zu finanziellen Freiheit. Bleibt froh und munter und ihr wisst, Finance is easy, wir freuen uns auf euch. Noch einmal vielen Dank für alles und ich wünsche euch eine gute Zeit, eure Isabel.